Willkommen von der Mobile World Congress 2014, wo wir das brandneue VoiceTap 7 haben von HP, das in Deutschland auch rauskommen wird, doch nicht nur in Indien, wie bisher erwartet. Und zwar haben wir hier ein HD-Display auf 7 Zoll. Das natürlich ergibt sich aus dem Namen. Ich kann es mal kurz anmachen. Oder auch nicht. Naja, war gerade aus. Auf jeden Fall, wir haben ein HD-Display auf 7 Zoll, Kamera vorne und hinten, einmal 2 Megapixel und 5 Megapixel. Wir haben einen Quad-Core Marvel-Prozessor drin, genauso wie in dem kleineren Modell, das wir euch in einem separaten Video nochmal vorstellen werden. HP hat es einfach gehalten für Android-Updates hier, beides mal die gleiche Hardware gelassen. Allerdings das große kostet 229 Euro, also ein guter Preis, und mir gefällt vor allem die Rückseite, die so eine leichte Textur hat. Wenn man ganz da rangeht, würde man erkennen, mit Laser ist so, sind so kleine Vierecke reingefräst. Hier seht ihr nochmal den Namen Slate 7, und zwar gibt es das VoiceTap 7 dann auch nochmal mit 6 Zoll. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, ein Mikrofon, das ist ein Dual-SIM-Gerät, genauso bei dem 6 Zoll. HP-Logo, die 5-Megapixel-Kamera, Micro-USB, Kopfhöreranschluss, Chrom-Optik außen, unten ein Mikrofon noch dran zum Telefonieren natürlich. Ich kann es mal kurz an meinen Kopf halten, dann seht ihr nochmal, wie das ausschaut. Also man könnte damit rein theoretisch schon telefonieren, aber ist die Frage natürlich, ob man das unbedingt will. Bluetooth hat es natürlich auch integriert, also können wir das dann damit auch benutzen. Hier haben wir jetzt schon Android, wie ihr sehen könnt, schönes Vanilla. Also HP hat hier nichts angepasst sozusagen, was ich natürlich sehr bevorzuge. Wenn wir in die Settings kurz reingehen, schauen wir mal ganz schnell, was das für eine Version ist. Android 4.2.2, hoffentlich auch dann bald mit dem Upgrade, aber ansonsten wirklich ein sehr schickes Gerät. Ich kann auch kurz die Kamera demonstrieren, ich suche sie mal schnell. Hier. Und dann können wir mal kurz schauen. Die 5 Megapixel etwas verrauscht, die Geschwindigkeit ist okay, ruckelt nicht zu sehr, aber doch ein bisschen laggy. Und wenn wir das Ganze umdrehen, dann sehen wir gleich den Julian, der die Kamera hält und auf sein Handy schaut. Wie ihr sehen könnt, die ist noch mal ein bisschen langsamer, die Kamera leider. Ja, da hält der Prozessor nicht so ganz mit bei den eigentlich ganz guten Lichtbedingungen, aber ansonsten ein ganz schönes Gerät. Ich mache jetzt mal den Browser auf, da können wir auch dann noch mal ganz kurz schauen, wie sich die Tastatur hier verhält. Wir sehen können ganz normale Android-Tastatur, schön schnell, und Display-Rotation relativ langsam hier auch leider wieder, aber für 229 Euro ein ganz guter Einstieg in den 7-Zoll-Bereich, wenn man auch noch vielleicht ein Smartphone oder so in der Größe benutzen möchte. Mein Name ist Palaschka, wenn ihr das zugeschaut habt. Das war das HP Slate 7. Hier könnt ihr übrigens noch die Rückseite abmachen, falls euch wundert, wo die SIM-Karte reinkommt. Hier ein riesengroßer Akku, SIM-Karte und Micro-SD, und das Gerät hat sich jetzt auch ausgemacht, dadurch, dass ich es ausgemacht habe, aufgemacht habe, und hier hinten, denke ich mal, die Sensoren haben dann Bescheid gegeben, damit das Gerät dann ausgeht. Bis zum nächsten Mal, 4100 mAh Akku, mein Name ist Palaschka, das war das HP Slate 7 von der MWC 2014. Also